Hier sehen Sie den Minispion-Detektor. Einfach die Antenne ausziehen, den Schalter auf einstellen und schon ist das Gerät betriebsbereit. Nähert man sich nun mit einem Funksender, wie zum Beispiel einem Mobiltelefon, dem Detektor, leuchten die LEDs auf. Je näher man kommt, desto mehr LEDs leuchten auf. Hier sieht man das Ganze noch einmal in der Großaufnahme. Im Normalfall nähert man sich natürlich mit dem Detektor einem Sender. Auch hier funktioniert die Erkennung sehr gut. Sie finden das Produkt auf www.alarm.de.